Der Djinn. Es gibt ihn bereits seit dem 17. Jahrhundert und doch erfreut er sich auch heute noch einer immer weiter wachsenden Beliebtheit. Djinn ist in aller Munde. Und so wundert es nicht, dass hier immer öfter und regelmäßiger Events wie Djinn-Tastings und Workshops angeboten werden. So auch auf den Schiffen von TUI Cruises. Wir haben an einem solchen Workshop teilgenommen. Der Workshop wurde von einem im Hotel- und Gastronomiebereich ausgebildeten Barkeeper geleitet. Neben der Geschichte des Djinns und den verschiedenen Arten und Herstellungsverfahren wurden viele interessante Informationen zum Thema Qualitätsmerkmale und Unterschiede vermittelt. Tipps zur Beurteilung der Alkoholqualität wurden anhand der drei Gin-Sorten erörtert, die bei TUI Cruises im All-Inclusive-Angebot enthalten sind. Nachdem die Grundlagen vermittelt waren, ging es an den Herstellungsprozess, an die Mazeration unseres Infused Gin. Da die Basis des Gins ein Agrar- bzw. Neutralalkohol ist, wurde hier auf einen hochwertigen Wodka zurückgegriffen. Neben den Wacholderbeeren als Grundzutat wurden zahlreiche Botanicals mit den jeweiligen Aromen, Wirkungen und Dosierungsempfehlungen vorgestellt. Hier konnte dann ein jeder Teilnehmer seinen eigenen Gin kreieren. Dieser erste Teil des Workshops dauerte etwa 90 Minuten. Sogenannte Mazerat konnten die Teilnehmer dann mit auf ihre Kabine nehmen. Unseres zog auf unserem Balkon an frischer Seeluft durch, um dann drei Tage später an einem zweiten Termin filtriert, abgefüllt und verkostet zu werden. Ferner gab es Informationen zu verschiedenen Tonics und Anregungen für weitere eigene Gin-Kreationen. Zum Abschluss wurden die Flaschen verkorkt und für den sicheren Heimtransport mit einer Schrumpfkapsel verschlossen. Dieser zweite Termin dauerte ca. 60 Minuten. Und das Ergebnis? Unser Gin ist fantastisch. Und das Rezept? Geheim.